Hallihallo und herzlich willkommen zum Tutorial, wie installiere ich Linux auf einem USB-Stick und boote dann auch noch von dem in VirtualBox. So, ich werde das Ganze jetzt in zwei Videos splitten. Das eine wird euch zeigen, wie ihr auf einem USB-Stick Linux installieren könnt und in VirtualBox davon booten könnt. Und im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie man tatsächlich dann auch Dateien speichern kann und nicht nur live booten, sondern auch wirklich dann die Dateien darauf speichern kann. Also da braucht man dann allerdings Linux dazu. Deswegen die Windows-Methode, dass ihr einfach eine Live-USB-Boot-Version habt. Okay, also ihr braucht Win32 Disk Imager. Den findet ihr einfach durch Googlen. Einfach hier auf Download klicken und die Datei installieren. Es ist kein großes Hexenwerk. Und was ihr dann bekommt, ist das hier. Das ist ein kleines Tool, das installiert euch auf einem USB-Stick ein Betriebssystem. Das ist ziemlich geil. Und ja, wir haben hier, beziehungsweise eigentlich installiert es nicht, eigentlich haben wir hier bloß dann ein Abbild dieser ISO auf unserem USB-Stick drauf. Okay, hier dieses Kali Linux 64-Bit müsst ihr runterladen unter kali.org/downloads oder einfach hier nach Kali googeln und dann Download Kali Linux, da kommen wir hierher. Wenn ihr nicht wisst, was ihr braucht, dann wahrscheinlich 64-Bit, ansonsten wisst ihr wahrscheinlich eh, was ihr wollt. Wenn euer USB-Stick zu klein ist, achtet hier auf die Größe, dann nehmt ihr am besten die Lite-Version. Die habe ich jetzt genommen. Einfach hier auswählen, welchen USB-Stick ihr haben wollt. Dieser Buchstabe hier, den findet man unter dieser PC. Das heißt, hier könnt ihr euch aussuchen, welches Gerät ihr wollt. Achtet darauf, dass es FAT32 formatiert ist. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, macht einfach Rechtsklick auf das Gerät, was ihr wollt. Dann auf Formatieren und dann hier FAT32 auswählen, starten und warten, bis es fertig ist und dann geht ihr wieder zurück auf Win32 Disk Imager. So, hier wählt ihr dann die Datei aus, die ISO-Datei, die ihr von hier runtergeladen habt. Achtung, hier muss man auf den Punkt wechseln, auf dieses Teil, was aussieht wie ein Smiley eigentlich. Und ja, wir wählen hier jetzt den Kali Lite aus und dann auf Right klicken und dann wird das Ganze installiert. So, dann habt ihr einen USB-Stick, der in der Lage ist oder von dem man booten kann. Jetzt wollen wir das Ganze noch unter VirtualBox zum Laufen bringen. Und dazu brauchen wir eine Kommandozeile mit Administratorrechten, die kriegen wir wie folgt. Wir geben unten ein in die Suchleiste cmd und hier oben ist dann dieses Programm cmd als Administrator ausführen und dann hier auf Ja. So, jetzt haben wir eine Kommandozeile mit Administratorrechten. Jetzt müssen wir Folgendes noch tun. Wir müssen in den Ordner navigieren, in dem VirtualBox installiert ist. Das ist zuerst einmal, also bei allen, die es normal installiert haben, cd %programfiles %oracle/virtualbox. Ups. Habe ich mich vertippt? Ja, ich habe Oracle eingegeben statt Oracle. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nach Oracle gehen. So, jetzt hat es funktioniert. Und jetzt müsst ihr noch was anderes rausfinden. Und zwar geht ihr in die Systemsteuerung. Dann ganz unten unter Verwaltung, unter Computerverwaltung und hier dann schließlich unter Datenträgerverwaltung. Das dauert ein bisschen. Da müsst ihr rausfinden, welche Nummer hat euer USB-Stick. Das ist der USB-Stick bei mir hier. Einfach nach der Größe gucken und da, wo RAW steht, das ist er. Dann habt ihr hier einen Datenträger 4. So, diese Nummer 4, die merkt ihr euch. Gehen wir wieder zurück in die Konsole. Jetzt müssen wir eingeben VBox Manage Internal Commands. Ups. VBox Manage mit A natürlich. Ups. Was war das? Witzig. Habe ich noch nie erlebt, dass ich, wenn ich Pfeiltaste drücke, dass das dann kommt. Okay, create raw, also create für erstellen einer Datei. Wir wollen jetzt quasi die Festplatte für VirtualBox erstellen. Create raw vmdk. Und jetzt müssen wir noch eingeben, vmdk ist der Dateityp der Festplatte von VirtualBox. Jetzt müssen wir noch eingeben, wo wir es gerne hinhaben wollen. Das ist bei mir unter, also minus File Name. Und bei mir ist es unter dtutzkali/.
Und jetzt geben wir hier noch ein, wie die ganze Datei heißen soll, zum Beispiel kali-usb.vmdk. Dieses vmdk ist wichtig, der Rest, den dürft ihr euch aussuchen. So, jetzt müssen wir hier noch angeben, dass es RAW ist, beziehungsweise wo dieses RAW herkommt. Also raw disk /.physical drive. Und hier brauchen wir die Nummer, die wir hier rausgesucht haben, nämlich die 4 bei mir. Okay, jetzt heißt es hier bla 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 bla. Hauptsache hier hinten steht successfully, dann ist alles gut. Okay, gehen wir in VirtualBox. Das findet sich upsala, unter VirtualBox hier. Und jetzt gehen wir hier auf die Exe, Rechtsklick als Administrator ausführen. Und dieses als Administrator ausführen ist tatsächlich wichtig, denn sonst funktioniert das Ganze nicht. Das hier sind jetzt meine ganzen virtuellen Dinge. Wir gehen jetzt hier auf Neu. Und es ist ein Linux, es ist ein Debian 64-Bit, weil wir die 64-Bit-Version genommen haben. Und nennen es jetzt einfach mal KaliMe. Warum auch nicht? Weil Kali Tuts und Kali gibt es schon. Also KaliMe. 4 GB Arbeitsspeicher. Und jetzt hier wichtig, wir nehmen eine vorhandene Festplatte, nämlich die kali-usb.vmdk. Je nachdem, wo ihr sie hingespeichert habt, da ist sie dann. Okay, gehen wir hier auf Erzeugen. Und jetzt können wir starten. So, das ist quasi sehr schnell gegangen jetzt gerade, aber bei euch wird das auch funktionieren. Und jetzt sehen wir hier, wir können live von diesem USB-Stick booten. Das bedeutet, wir haben ein Kali Linux zur Verfügung, das eigentlich alles kann. Aber wir können keinerlei Dateien schreiben und keine Dateien verändern. Das wird alles rückgängig gemacht, wenn wir neu starten. Und ja, wie man das macht, dass es nicht neu dass man dann nicht neu startet oder dass die Dateien bleiben, wenn man neu startet, das zeige ich euch im nächsten Tutorial. Allerdings braucht ihr dafür ein Linux, irgendeins, ist egal welches, um das hinzukriegen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.